Es ist Ostern 2014 und wir wollen das Münsterland per Fahrrad erkunden. Unsere erste Fahrt führt uns zum Haus Steinfurt, das seit 1810 im Besitz der Familie von Landsberg-Velen ist. Angehörige dieser Familie bewohnen noch heute Teile des Schlosses. Natürlich besuchen wir auch die zur Gemeinde Havixbeck gehörende Burg Hülshoff, auf der 1797 die berühmte Dichterin Annette von Droste-Hülshoff geboren wurde, die dort auch ihre Kindheit und Jugend verbrachte. Die sich bis heute als geschlossene Renaissanceanlage darstellende Burg Hülshoff ist eine typische münsterländische Wasserburg, die erstmals im 11. Jahrhundert Erwähnung findet. Heute kann die Burg und ihr fantastischer Park gegen Eintritt besichtigt werden. Wie man sehen kann, ist sie sehr beliebt für Hochzeiten. Auf unserer weiteren Fahrt kommen wir auch an dem in einem wunderschönen Landschaftspark gelegenen barocken Schloss Westerwinkel vorbei, das wir uns allerdings nicht näher ansehen, weil wir auch möglichst zügig das sehr beeindruckende Schloss Nordkirchen erreichen möchten. Dieses westfälische Versailles wurde als Nachfolgebau einer Wasserburg des 16. Jahrhunderts von Ferdinand von Plettenberg 1734 vollendet. Danach wechselte es mehrfach die Besitzer und beherbergt seit 1951 die Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalens. Tage vergehen schnell und es gibt noch so viel zu sehen. Natürlich darf ein für die Gegend typisches Kreuz am Wegesrand nicht fehlen. Wir genießen unsere Fahrt entlang des Dortmund-Ems-Kanals. Leider ist der Radweg am Kanal aufgrund von Bauarbeiten teilweise gesperrt, aber trotzdem erreichen wir die als Trutzburg vom Bischof von Münster in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründete Burg Fischering, die sich zum Stammsitz der Familie Droste zu Fischering, in deren Besitz die Anlage noch heute ist, entwickelte. Seit 8. Oktober 1986 steht die gesamte Anlage unter Denkmalschutz und beherbergt das Münsterlandmuseum. Zu guter Letzt erreichen wir Lüdinghausen und werfen einen Blick auf die im 12. Jahrhundert als Stammsitz der Herren von Lüdinghausen errichteten Burg Lüdinghausen. Viel zu schnell sind diese schönen Tage für uns vorbeigegangen.